Also ich habe einen Würfel mit der Wahrscheinlichkeit, ein Sechstel kommt der Dreier. Ich würfel 100 Mal und möchte jetzt so eine spezielle Frage stellen, mit welcher Wahrscheinlichkeit bin ich vom Erwartungswert weniger als eine Standardabweichung entfernt? Ja? Und da ein paar Begriffe. Ich glaube, das ist so eine Art Musteraufgabe, das ist nicht schlecht. Also der Erwartungswert, dünneres Dings, so. E von x, das ist ja 100 mal ein Sechstel ist 16, Periode 6. Und die Standardabweichung, das war Wurzel aus der Varianz Sigma, ist Wurzel aus NPQ, also Wurzel aus 100 mal ein Sechstel. Die Gegenwahrscheinlichkeit ist 5 Sechstel. Und das ist so 3,72, so ungefähr 3,72. Und jetzt mache ich da so eine Skizze, worum es geht. Also ich würfle jetzt hier so, also ich würfle 100 Mal und wie viel Treffer habe ich? Kann theoretisch bis zu 100 Treffer haben, aber ich habe ja wahrscheinlich bei 16, ich habe wahrscheinlich 17 Treffer. Ja, also zumindest da ist der Balken am höchsten, aber der Balken bei 16 und der Balken bei daneben, hier ist 16 bei 18, genau. Die sind auch ziemlich hoch und dann werden die Balken kleiner. So, genau, so. Und so weiter. Und diese Standardabweichung ist, es gibt so einen Bereich an, ja, hier so mein Sigma, wo ich wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit bin. Ja, so, ich bin wahrscheinlich irgendwie hier. So, und das ist jetzt, also ich mache hier 16, Periode 6 plus und minus die 3,72 und dann bekomme ich jetzt als Bereiche 13, also hier machen wir dünner, blau, ja. Also 13 bis 20. Bisschen, boah. Also so größer. Also ich habe hier den Erwartungswert, so. Also in der Mitte ist der Erwartungswert und Sigma sagt, wahrscheinlich bin ich zwischen 13 und 20. Ja, das ist das Normale. Also wenn ich 100 Mal würfle und hätte 30 Treffer, das wäre schon komisch. Und die Frage ist, wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit zwischen 13 und 20 zu haben? Also Sigma sagt, naja, was, vermutlich bin ich drin. Das lässt sich mit kumulativen BNPK ganz gut rechnen. Ich berechne, ich habe in der Tabelle immer nur von 0 weg. Ja, so. Das heißt, ich berechne, mit welcher Wahrscheinlichkeit habe ich von 0 bis 20 Treffer und dann ziehe ich davon ab, die 13 will ich ja noch dabei haben, 0 bis 12. 0 bis 12, ja, ziehe ich ab von 0 bis 20. Also habe ich jetzt F 100, die Wahrscheinlichkeit ist ein Sechstel, von 20 minus F ein Sechstel 100 und die 12, die ziehe ich ab und komme ungefähr auf 72%. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit, das wäre jetzt hier die Antwort auf die Frage, mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70% bin ich im Bereich zwischen 13 und 20 Treffern. Ja, weil das Wahrscheinlichste ist zwar die 17, aber es ist gar nicht so einfach bei 100 Versuchen exakt 17 Treffer zu haben. Das wäre ohne Kumulativ, das wäre dieses nur B 100 ein Sechstel 17. Ja, so, könnte man schnell ausrechnen, ist nicht viel. Ja, und ich glaube, sowas, das hier, also diese Begriffe Sigma und Erwartungswert und so. Also würde ich ein Abi stellen. Das würde mir Spaß machen, sowas zu bringen.